Und damit offiziell willkommen zurück. Weiter geht's hier, wo wir uns letztes Mal aufgehört haben, bei The Pillars of Earth. Die Säulen der Erde mit dem Zwergenfürst. Im letzten Stream, im letzten Part haben wir schon so einiges geschafft. Sind wir hier als Philipp, heißt er glaube ich, als Philipp, der Mönch, in das Kloster gekommen und haben uns zum Obersten, zum Prior haben wir uns wählen lassen. Wir sind jetzt Prior von, wie das Örtchen heißt. Ich habe es, ist schon ein Weilchen her seit dem letzten Stream. Werden wir gleich nochmal herausfinden. Aufgabe ist jetzt, den Brief zu finden, der uns eine Geschichte über den Ritter erzählt und die Geheimnisse des Klosters aufdeckt. Das dunkle, düstere Mittelalter, die Handschrift, in dem das spielt. Die Tafel ist kaum lesbar. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Hat Prior James das geschrieben? Suchen wir weiter. Das war keine Antwort. James hat in den letzten 10 Jahren viel Zeit mit Schreiben verbracht. Anstatt eines Priors wurde er eher ein Einsiedler. Das machen Mönche wie du doch, oder? So war es früher einmal gedacht, ja. Okay, was haben wir hier noch? Eine Tür, aus der wir rausgehen können? Dokumente. Prior James arbeitete an einem Text. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wen er zerstörte, der wird sich am Ende der Welt erheben und ihn zerstören. Die erste Zeile ist aus der Bibel, aber die zweite glaube ich nicht. Philipp, wir müssen nach dem Brief suchen. Das ist ganz schön Unfug, was hier geschrieben wird. Francis! Ich glaube, ich habe ihn gefunden. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Das Lamm. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein, der Brief ist noch versiegelt. Brich das Siegel. Aha. Okay, wir untersuchen mal den Brief. Lesen uns mal durch, was da so drin steht. Brief vom 18. Dezember 1135. Robert von Gloucester. Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stefan von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan, der ihn beschworen hat, am Tag, als er König Henrichs Tochter verriet. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss. Und somit sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Bartholomäus Graf von Schaiwink. Aha. Ja, das ist er. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Schaiwink will einen Krieg anfangen? Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Wer ist dieser König Stefan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Tod gegeben. Die Kirche hat unter seiner Herrschaft ebenso gelitten wie wir in Wales. Philipp,
Du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen. Dem Bischof von Kingsbridge? Warum? Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stefan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stefan zu beschützen. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stefan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shiring daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemandem von mir. Aha. Also, klingt für mich logisch. Glaubst du wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Um den Krieg zu verhindern. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Die Frage ist, wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shiring aufzuhalten? Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shiring herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Aber er muss es. Oha. Dann war das Kapitel abgeschlossen. Säulen der Erde aus der Asche, Kapitel 1, Philipp. Du hast Francis damit geholfen, eine Verschwörung gegen den König aufzudecken. Du wirst nominiert, Prior von Kingsbridge zu werden. Du warst damit einverstanden, den Bischof zu treffen. Du hast Bruder Markus den Dieb nicht verraten. Du hast Bruder Paul einen heißen Stein gegeben, um sein Leid zu lindern. Remigius findet dich weiterhin fragwürdig. Ja, so haben wir uns geschlagen. Ich denke, den Bischof zu treffen, den Bischof das auszurichten, das ist, um den Krieg zu verhindern, ist das gar keine falsche Idee. Kapitel 2. Jack. Ach, lernen wir jetzt eine neue Person kennen. Philipp haben wir kennengelernt. Das nennen wir Jack kennen. Und das ist also. Jage nach etwas zu essen. Aktueller Ort Chut Forest. Okay, hier gibt es nicht viel zu sehen. Also gehen wir weiter. Hier gibt es was zu sehen. Hufspuren. Okay, die Spuren, den Spuren folgen. Wäre mal vielleicht keine so schlechte Idee. Oh. Uns. Getroffen? Na komm, das Bohnen mit ihm. Geschafft. Totes Reh.
Sehr gut. Immer Verpflegung im Winter. Das brauchen wir. Mein Name ist Jack. Lange Zeit war dies der einzige Name, den ich kannte. Seit meiner Geburt lebte ich mit meiner Mutter in einer Höhle im Wald. Es war kein leichtes Leben, aber wir kamen zurecht. Bis in jenem Jahr ein besonders harter Winter hereinbrach und unsere Vorräte knapp wurden. Zum Glück war es mir nach mühseligen Wochen endlich gelungen, mein erstes Reh zu erlegen. Ich erinnere mich auch noch, wie ich voller Stolz auf Mamas Rückkehr wartete, damit sie das Fleisch räucherte, und vertrieb mir derweil die Zeit mit meinen Lernübungen. Die Höhle. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Es war fast Nachmittag. Und Mama war immer noch nicht zurück. Ich wusste, wenn ich das Fleisch räuchern wollte, konnte ich nicht länger warten. Ich musste es ohne sie versuchen. Bald kann ich das alles auswendig. Okay. Ein Buch. Um die Geschichten des Königs. Okay, braten würden wir es nicht. Wir brauchen was zu essen. Ich kann das roh essen. Ich muss es erst räuchern. Fleisch verdirbt schnell. Das tun wir doch gerade. Da haben wir eine Burg. Ja, eine Steinburg. Da ist er, Karl der Große, Beschützer meiner Stadt. Hm. Der Name kommt einem bekannt vor. Karl der Große. Den hat man schon mal gehört. Halt Scheiße. Gut, es wird wärmer. Jetzt noch etwas feuchtes Holz und dann sollte es richtig rauchen. Feuchtes Holz. Okay, in eine Höhle. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der Bogen. Oha. Ellen und Jack haben eine Vielzahl an Waffen im Haus, sowohl für kurze als auch lange Reichweiten. Sie führen ein Leben außerhalb der Gesellschaft, dem Schutz des Gesetzes, als Outlaws. Pfeil und Bogen dienen als unersetzliches Hilfsmittel, wenn es darum geht, Essen zu jagen und sich selbst zu verteidigen. Die meisten Outlaws wurden einst eines Verbrechens angeklagt, aber sind nicht zu ihrer Urteilssprechung erschienen. Laut Gesetz wären daraufhin alle Verträge, Rechte und Besitzansprüche für nichtig erklärt. Da Outlaws keine Rechte haben, kann jeder ihnen Schaden zufügen oder sich fangen und dem Gesetz ausliefern. Deshalb entschließen sich viele Outlaws dafür, ein Leben in der Stadt, in den Schatten zu führen. Aha. Da hat der Genossen. Der Genosse. Ein bisschen Weizenrohr essen. Nüsse. Nüsse und ein paar Rüben. Damit kann man zumindest erstmal einen kleinen
Hunger loswerden. Französisch. Okay. Das ist Holzbaum, ne? Das ist Äste. Wie gesagt. Was war das? Was war das für ein Geräusch im Wald? Okay. Wir sollten erstmal dem Geräusch nachgehen. Vermute ich. Sondern wir wollen das Fleisch räuchern. Mama wird stolz sein. Hm? Das Geräusch ist immer noch da. Ja, ich habe schon so eine Vermutung, was das ist. Die Geburt, die wir im Prolog gesehen haben. Vielleicht. Okay, völlig unnützer Felsen. Gehen wir hier mal weiter. Ich habe so eine Ahnung, wofür wir keinen großen jetzt da brauchen können. Die Puppe. Ach. Okay, ja. Du willst so viel wissen über die Welt da draußen, aber noch müssen wir versteckt bleiben. Und trau vor allem nie einem Mann Gottes und noch weniger seinem Mitgefühl. Du endest sonst entweder in einem Kloster oder am Galgen. Runter! Brrr, nur die Ruhe. Es ist nur ein kleiner Mensch. Kein Grund zur Panik. Ich werde ihm folgen. Du gehst heim und wartest auf mich, Füchschen. Okay, ein blutiges Tuch. Blutiges Laken. Okay, interessant. Ach du Schande. Ein Grab. Das Tuch wieder zurücklegen. Okay, hauen wir ab. Mama? Ich glaube nicht. Hier entlang. Keinen Schritt weiter. Wir haben in Salisbury einen Schweinedieb getötet. Wir können auch dich töten. Wer ist das? Verdammter Outlaw! Wo ist das Baby? Hast du es aufgefressen? Ja. Ich habe das Baby nicht. Klar. Oh nein. Das Buch. Was ist das? Gib das zurück. Was willst du denn damit? Du kannst doch gar nicht lesen. Gib es zurück. Lass den Jungen in Frieden, Alfred. Er hat das Baby. Ich habe gesehen, wie er Mamas Umhang geklaut hat. Wer soll es sonst gewesen sein? Es gibt ja sonst niemanden. Die aus dem Prolog. Wölfe.
Gib mir mein Buch. Mach schon. Gib's ihm zurück. Und jetzt kommt. Wenn wir uns beeilen, sind wir morgen in Shiring. Es war ein Mönch. Was sagst du? Es war ein Mönch. Ein Mönch? Ja, auf einem Pferd. Ist das wahr? Mhm. Wohin ist er geritten? Er soll uns den Weg zeigen. Lass ihn in Ruhe. Er ist doch nur ein Junge. Wie heißt du, Junge? Bitte. Ich weiß nicht, wieso ich das Kind hier zurückgelassen habe. Ich dachte, ohne seine Mutter könnte ich nicht für ihn sorgen. Aber ich kann ihn nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. Ich muss wissen, ob er noch lebt. Wirst du uns helfen? Du bist ein guter Junge. Ich stehe in deiner Schuld. Du hast dein Spielzeug zurück. Jetzt hältst du besser Wort. Pack ihn nicht an. Okay, eine Zulu. Für den Moment hatte ich keine Wahl. Ich musste mitgehen. Das Mädchen schluchzte, während ihr Vater mir angespannt, aber ruhig folgte. Regelmäßig bekam ich einen Stoß von dem Jungen, was mich sehr verwirrte. Noch nie zuvor hatte ich Hass erfahren. Wenn ich fliehen wollte, dann müsste es wie bei der Jagd geschehen. Ich musste hellwach bleiben, bis die Wachsamkeit der anderen nachließ. Aha. Folge der Spur des Mönches. Dann tun der wir Mönch das mal. Hatte einen Bach überquert. Oder er war dessen Lauf nach Norden gefolgt, was ihn zum nächsten Dorf geführt hätte. Wie auch immer, die Spur endete am Bachufer, während rasch der Abend hereinbrach. Der große Mann sah mich an. Welche Richtung, Junge? Fragte er. Aber ich konnte nur raten. Okay. Überquere den Fluss St. John in the Forest. Das war doch das, wo der hin ist, oder? Für den Flusslauf. Dann würde der ich doch Bach führte warten. Uns zu einer flacheren Stelle. Hier konnte man ihn leicht durchqueren, ohne vom eisigen Wasser durchnässt zu werden. Plötzlich stieß der Junge einen freudigen Schrei aus. Er hatte am anderen Ufer etwas entdeckt. Eine Reihe frischer Hufspuren. Er lachte triumphierend, als unsere Blicke sich trafen. Sehr gut. Auch nachdem wir die Furt bereits lange überquert hatten, höhnte er noch immer über meine Fähigkeiten als Spurenleser. Okay, hier entlang. Nicht nach St. John the Forest, sondern weiter hier entlang. Alles klar. Was ist? Warum bleiben wir stehen? Er hat uns in die Irre geführt. Stimmt das? Auf gar keinen Fall. Papa, ich bin müde. Na dann komm, ich nehme dich auf die Schultern. Nein, ich bin zu schwer und du bist auch müde. Ich muss standhaft bleiben. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Alfred, du bleibst hier mit den beiden. Ich gehe noch ein Stück weiter. Nein. Geh nicht! Ich gehe nicht weit, Liebes. Aber du kannst mir helfen, während ich weg bin. Hab ein Auge auf die Jungs und sorg dafür, dass sie schlafen. Machst du das? Mach ich. Siehst du, du bist standhaft und tapfer. Ich bleib nicht lange weg. Ihnen ist aber klar, dass er, beziehungsweise ich jetzt, so schnell wie möglich fliehen wird. Sobald. Du bleibst, wo ich dich sehen kann, während meine Schwester sich ausruht. Und keine Tricks. Aha, okay. Versuchen wir mal ein paar... Ach so, hier. 2 von 7. Interessant.
Versuchen wir mal ein paar Tricks. Aha, er schläft. Er hängt so weit oben. Du Kleiner! Papa, was ist los? Nichts. Schlaf weiter. Vater wird bald zurück sein. Wären wir allein, wärst du schon längst tot. Hey, siehst du das? Da drüben im Nebel. Da ist was. Das ist ein sehr alter Trick. Aber es ist auch das Mittelalter. Nur, dass tatsächlich etwas. Was ist das? Ein Reh. Es ist durchs Eis gebrochen und dann erfroren. Kinder! Oha. Martha, wach auf, Kleines. Hm? Wer ist das denn? Wir sind uns im Wald begegnet. Ich bin Jacks Mutter. Komm her, Jack. Habt ihr ihn gefunden? Ja, meine Kleine, das haben wir. Das Baby ist sicher. Der Mönch hat es zu einer Zelle im Wald gebracht, nicht weit von hier. Aber keine Sorge, für heute seid ihr weit genug gelaufen. Ellen hat uns ein Lager für die Nacht angeboten. Das habe ich. Folgt mir. Haben wir das? Hätten wir nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf oder sie stirbt. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Wirst du bald Arbeit finden? Schwer zu sagen. Es ist Winter. Gewöhnlich stellt man da keine neuen Baumeister ein. Es ist zu kalt, um Mörtel anzumischen. Danke, Jack. Man kann auch Glück haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Ich weiß nicht, ob ich ihm so begeben will. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerede inzwischen auswendig. Nehmen wir uns selbst mal was. Jack, Gästen gibt man immer zuerst. Krampf. Warum? Weil es sich so gehört. Aber ist böse. Böse zu mir. Weißt du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Für das Essen könnt ihr euch übrigens bei Jack bedanken. Mein kleines Füchschen hat heute sein erstes Reh erlegt. Ich bin beeindruckt. Was hast du mir noch nicht erzählt? Ach, nur eine alte Geschichte. Wie Tristan und Isolde? Das ist so neugierig. So ähnlich, aber nicht ganz. Jetzt isst deine Suppe.
Jack, habe ich dir nicht gesagt, du sollst unseren Gästen was geben? Also? Nee, wir sind böse. Wie gemeint zu uns? Wie du willst. Alfred bekommt jetzt deine Portion. Ach, Menno. Während du, mein Junge, direkt ins Bett gehst, verstanden? Vergiss uns. Er ist keine anderen Menschen gewohnt. Und jetzt esst. Ihr werdet eure Kraft morgen brauchen. Der Topf ist doch voll. Genug. Kann sie selbst was nehmen.